Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben. Unsere nächsten Programmpunkte sind jetzt gleich erstmal eine Podiumsdiskussion mit Experten, Panelisten hier, für die schon die Stühle hier aufgestellt sind. Angeschlossen daran werden die Preise vergeben und dann kommen wir zu dem Teil, wo es um Essen, Trinken und weitere Überraschungen geht. Und ich bin sicher, es wird wirklich ein sehr gelungener Abend werden. Ich darf jetzt auf die Bühne hier vorne einmal die Panelisten bitten. Ich begrüße nochmal ganz herzlich die Panelisten hier in der Runde. Schön, dass Sie alle kommen konnten. Und es geht heute jetzt um ein ganz spannendes Thema, und zwar Innovation in der Finanzbranche. Dazu darf ich einmal die Herren hier um mich herum begrüßen. Wir starten jetzt gleich mal mit der ersten Frage direkt in das Thema ein. Was sind aus Ihrer Sicht die Innovationen für die Finanzbranche in den nächsten 5 Jahren? Ich gebe mein Mikro auch gerne ab. Ja, was sind die großen Innovationen? Ich glaube, eine große Innovation ist sicherlich, über alle Kanäle erreichbar zu sein. Also Omni-Kanal, alle Devices zu jederzeit erreichbar in der Tasche, am Telefon. Telefon wird sicherlich ein bisschen verschwinden zugunsten der Videotechnik. Ein nächstes Thema ist für uns als Direktbank, ich muss es jetzt wirklich als Direktbank sehen, ich glaube, die Filialbanken ticken da vielleicht auch ein Stück weit noch anders. Personal Finance Management ist ein großes Thema, das man also im Internet abgebildet bekommt. Wie gebe ich denn mein Geld aus? Das hat mal angefangen, ich glaube, vor 4, 5 Jahren mit Mint in Amerika. Setzt sich jetzt, glaube ich, nach Deutschland auch durch. Die erste Direktbank hat es umgesetzt. Eigentlich 2, Tim bei der ING DiBa und bei der Comdirect auch. Ich glaube, das geht dahin, dass man irgendwann wahrscheinlich verschiedene Banken hat. Das Thema Hausbank wird sich sicherlich auch neu definieren müssen. Man hat verschiedene Banken, die man unterschiedlich nutzt, und auf einer elektronischen Oberfläche habe ich dann meine ganzen Kontoverbindungen doch alle zusammen. Das sind, glaube ich, so die großen Trends, die in den nächsten Jahren sicherlich uns Banker beschäftigen werden. Abgesehen davon sehe ich es so, dass wir immer mehr Konkurrenz kriegen. Es wird von Non-Banks und Near-Banks geredet. PayPal hat sicherlich schon große Teile des Zahlungsverkehrsstromes von uns Banken weggenommen, obwohl die gar nicht besonders günstig sind. Zum anderen gibt es sicherlich auch immer wieder Gerüchte um Facebook und Google mit eigener Währung und eigenen Banking-Geschichten. Auch da müssen wir gewappnet sein. Ich glaube, wenn ich persönlich auch nicht daran glaube, dass Google das sehr bald machen wird, weil die verdienen mit uns Banken einfach so viel Geld, dass sie sich da selber keine Konkurrenz machen werden. Aber da gibt es sicherlich vielleicht noch andere Startups, die wir noch gar nicht kennen, die sich dort dann auch profilieren werden und tätig werden. Herzlichen Dank. Möchte jemand direkt einmal anschließen? Ich möchte anschließen, aber es passt nicht ganz zu dem Thema Innovation. Aber was für uns und ich glaube auch für andere hier, ich schaue insbesondere auf den Herrn Kanacher, ein Thema ist das Vertrauen der Kunden wieder zu gewinnen. Also das ist schon fast eine Innovation, weil dafür müssen die Geschäftsmodelle, dafür müssen die Services, dafür müssen die Produkte, dazu muss die Produkt- und Preisgestaltung in ganz, ganz vielen unserer Institute angepasst werden, geändert werden. Wir merken das sehr, sehr stark, dass das ein Thema ist, was die Kunden sehr bewegt. Also es ist nicht mehr nur das Produkt, nur die Kondition, nicht nur das Thema Sicherheit, sondern ich will natürlich meiner Bank auch vertrauen. Und wir wissen das alle, dass das Thema wahnsinnig durch die Medien auch hochgepusht wird. Und ich glaube, dass das für uns alle im Vordergrund jetzt der nächsten Jahre stehen wird, gerade im Retail-Banking, in den, sag ich mal, institutionellen oder Investment-Banking-Bereichen sieht es noch ganz anders aus, aber im Retail-Banking über entsprechende Beratungsangebote, Serviceangebote, den Kunden wieder dahin zu bekommen, dass er sagt, ja, das ist transparentes Banking, ich verstehe, was ihr mit meinem Geld macht, ich verstehe überhaupt, was ihr macht und wie ihr als Bank gegebenenfalls euer Geld verdient und ich vertraue euch,
dass das in einer transparenten und auch offenen Art und Weise geschieht. Transparenz, aber auch im Thema, wie verwalte ich das Geld meiner Kunden, wo man dann auch gleich irgendwie, ist auch ein Thema, was Sie natürlich sehr bewegt, ethisch verantwortliches Handeln als Banker zu haben. Und ich erinnere mich so ein bisschen an die Occupy-Bewegung zurück, die uns vor ein paar Jahren auch sehr bewegt hat, auch in einer sehr starken ethischen Diskussion. Wir haben uns als Sparkassenfinanzgruppe damals auch die Diskussion gestellt, haben auch blutige Nasen bezogen, aber auch sehr viel gelernt über das, was Menschen von uns verlangen. Und eines der Themen war irgendwie das Spekulation auf Nahrungsmittel, was die DekaBank auch natürlich in die Kritik gebracht hat ein bisschen. Nicht so doll wie die Deutsche Bank, aber trotzdem wurden da sich die Fondsstrukturen sehr genau angeschaut. Und was bei uns auch zu einem Reflexionsprozess geführt hat und dass wir irgendwie ein paar Monate später eben diese Fonds eingestellt haben, also diese Form der Anlage nicht mehr angeboten haben, weil es einfach jetzt omnipräsent ist und sehr transparent ist, was wir wie tun. Und es gibt sicherlich den einen Kunden, der sehr konditionenorientiert ist, der ist vielleicht anders motiviert, aber es gibt sehr viel, wir sehen auch ganz groß den Trend zurück in das, was Sie sagen, auch Vertrauen zurückgewinnen, also auch die Art des Handelns, nicht nur Profit maximierend, sondern ethisch verantwortlich, auch für unsere Sparkassen, auch für die Volksbanken ist auch ganz wichtig, diese regionalen Wirtschaftskreisläufe wieder zu schaffen, weg vom Weltmarkt zum lokalen, regionalen Markt zurück und sich dort beweisen zu können. Aber bieten ja gerade auch andere Portale, nicht nur Bankingcheck, so eine gute Möglichkeit, auch die Kunden zu befragen. Was will denn der Kunde? Wie möchte ich ihn befragen? Was hat er denn genau für Vorstellungen von dem Produkt, von den Zinsen, von den Kostenstrukturen? Genau dafür machen wir sowas im Endeffekt, dass ich einerseits natürlich auch fragen kann, mich selbst verbessern kann, wenn es halt wirklich Kreditpunkte gibt, sei es beim Service, bei der Erreichbarkeit oder sonstigen Sachen. Und andererseits natürlich dann auch zu präsentieren, ja, schaut mal her, wir haben ja eine unabhängige Institution, wo wir unsere Kunden uns bewerten konnten und sie sagen wirklich, wir sind gut oder schlecht und wir versuchen das, die Kritikpunkte auch wirklich umzusetzen. Und ich glaube, Personal Finance Management ist da ein Punkt dafür und es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden, mehr Kontensysteme, dass ich wirklich als Kunde mehrere Konten habe, mehrere Kreditkarten, je nachdem, wie ich das benötige. Und dafür sind dann halt auch Punkte wie die Bundesdruckerei sehr gut dafür, wo ich halt Personalausweise für Login-Sachen, für Kontoabschlüsse und sonstiges verwenden kann, ohne dass ich halt 30 Mal zur Post laufen muss, mich in die Schlange stellen muss. Also es dem Kunden halt einfach einfacher machen und transparenter. Das ist so das Thema der nächsten Jahre, denke ich. Wenn man vor Jahren mal zurückgedacht hat, ist der Kunde in die Filiale gekommen oder ins Internet gegangen und hat als erstes gefragt, was kriege ich für mein Geld? Heute ist eigentlich die führende Frage, kriege ich es auch zurück? Ja? Also wie sicher ist mein Geld? Was sind denn so die Wünsche, die Kunden haben? Die Wünsche, die Forderungen, die Bedürfnisse? Für mich als Kunden ist es transparent. Geld wird nicht in Atomkraft, wird nicht in Rüstung und ähnliche Dinge gepackt. Das ist sicherlich ein Thema, was uns berührt. Auch wir von der DKB sind halt sehr stark im regenerativen Energiebereich tätig. Auch das könnten wir wahrscheinlich noch viel besser nach vorne stellen, wo unser Geld investiert wird, was wir mit der Visa-Karte wieder einsammeln. Ich glaube, da müssen wir Hausaufgaben machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das bewegt den Kunden. Das hört man immer wieder, gerade jetzt nach der Finanzmarktkrise. Ich jetzt für das internationale Geschäft stelle also fest, dass ich also vor einem Jahr Geld aus Spanien bekommen habe in exorbitanter Höhe. Den Spaniern, die Fragen, die sie gestellt haben, sie wussten, dass wir Tochter einer Landesbank sind und wussten, was eine Patronatserklärung einer Landesbank ist. Also das habe ich erst vor 5 Jahren gelernt. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung geht es halt. Und das ist ein Begriff, da ist mein Geld sicher, hier kriege ich den richtigen Euro wieder. Wenn ich es in Deutschland anlege, kriege ich den richtigen Euro wieder. Ich weiß nicht, ob ich in Spanien in 1-2 Jahren noch den Euro habe, den die Deutschen auch haben. Solche Gedanken sind uns also fern, aber man sieht, das geht über Landesgrenzen hinaus. Die Leute wollen das Geld sicher haben. Lehman-Pleite ist wirklich richtungsweisend für die nächsten 10 Jahre noch für uns. Also wenn ich als Kunde sprechen kann, sehe ich es natürlich auch ein bisschen differenzierter. Ich will natürlich eine gute Sicherheit haben, aber einen guten Zins hätte ich halt auch gern. Wenn ich halt mir so die aktuellen Tagesgeldzinsen ansehe, so mit 0,5, 1%, 1,4, 1,5 bei einigen Direktbanken, ist halt schon sehr traurig. Wenn ich im Gegenzug die Inflation sehe, die gerade ein bisschen höher ist, dann... Was ich aber auch wichtig an dem Punkt finde, dass man eben für diese unterschiedlichen Kundengruppen auch die richtigen Ansatz findet. Dem einen vielleicht sagen, okay, du kannst halt nicht mehr haben als
so und so viel, muss ich ihm aber auch erklären, weil das ist wieder, was verstehe ich, das Transparenz, was wir vorhin hatten, die Kunden nehmen es einfach nicht so hin, weil früher war es halt, die Bankenautorität hat mir das gesagt, dann habe ich es geglaubt. Mittlerweile hinterfrage ich das ganze Thema, will es aber genau wissen oder sagen wir, okay, der andere sagt mal was anderes, wo liegt jetzt die Wahrheit? Also man muss sich in der Beratung sicherlich auch viel mehr auf einer Diskussion mit dem Kunden eröffnen und ich weiß es bei mir selber, als ich dann vor Jahren meine Baufinanzierung gemacht habe, ich wollte nicht wie ein Depp zu meinem Berater laufen und mir irgendwie die einfachsten Fragen erklären lassen. Ich habe mich dafür auch schlau gemacht. Wie geht das? Wie ist es aufgebaut? Wie gesagt, ich bin kein Banker, aber man kommt jetzt ins Thema rein, um dann irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe mit meinem Berater zu diskutieren und irgendwie, wenn er zum Beispiel das Wort Forward da in den Raum wirft, dass ich weiß, was es ist. Also überspitzt gesagt. Und das war bei der Generation meiner Eltern sicherlich anders. Oder auch bei anderen, die sagen, okay, das ist dann irgendwie eine Instanz, und wenn ich zum Pfarrer gehe und beichte, dann sind meine Sünden vergeben. Wenn ich zum Banker gehe, sagt, das, so sieht eine Baufinanzierung aus, dann glaube ich das Thema. Das hat sich mittlerweile gewandelt, aber auch diese ganze Zersplitterung der Zielgruppen, die wir generell in der Kommunikation, in der ganzen Entwicklung sehen, in der demografischen, die spiegelt sich bei uns natürlich auch wieder. Und das ist natürlich schwierig, dass man eben mit den klassischen Lebensabschnittsmodellen, wie wir Kunden früher beraten haben, die hauen nicht mehr hin. Da gibt es irgendwie einen 20-Jährigen, der hat vielleicht ein viel konservativeres Anlegebedürfnis als ein 55-Jähriger. Das hatten wir früher nicht und diese Zersplitterung der Zielgruppen macht uns natürlich auch zu schaffen, da auch eine adäquate Beratung dem Kunden zu bieten. Also wenn wir uns ja mal anschauen, welches Problem wir als Banken immer haben, der Kunde will ja immer nur das Geld bis morgen anlegen, ja, und dann jederzeit verfügen können, aber wenn er dann eine Baufinanzierung haben will, dann will er es für 10 Jahre haben. Und jeder Unternehmer will bei dem Zinsniveau das Geld auch für 10 Jahre sichern. Dann gibt es ja sowas wie Fristentransformation. Ja, und dann gibt es auch Risiken aus so einer Fristentransformation, die regulatorisch irgendwie auch zu lösen sind. Ja. Und wenn wir es nicht auch schaffen, das haben Sie auch gerade gesagt, nicht da oben steht gerade der König Kunde verstehen. Also wir müssen den verstehen. Aber ich glaube, dass es eine der größten Aufgaben ist, halt auch so transparent Bankgeschäft zu machen, dass der Kunde uns wieder versteht. Ja, und nicht irgendwelche Zertifikate aufzulegen, die noch niemals mehr der Berater verstanden hat, geschweige denn der Kunde verstanden hat und die dann eben der Markt geschaffen hat für jemanden, der nur eine Provision verdienen will. Und ich glaube, wenn der Kunde auch ein Stück versteht, dass er im Moment keine 1,5% bekommen kann oder dass die Bank, die 1,5% oder mehr auch zahlt, das aus bestimmten Gründen macht, um vielleicht einen Markteintritt zu haben, um Marktanteile zu gewinnen oder um sich auch mit Liquidität zu versorgen, hat das ja auch Gründe. Weil ich sage mal, günstiger kann ich das Geld eigentlich bei der EZB aufnehmen und dann brauche ich nicht, irgendwo hinzugehen. Und ich glaube, diese Diskussion, die kann man nicht mit dem Kunden am Schalter führen. Ich glaube, das will ich jetzt nicht damit sagen. Aber diese Diskussion in der Gesellschaft mal zu führen, wie denn ein Bankgeschäft funktioniert. Und ich meine, wir haben ja nur eine Aufgabe als Banken gehabt, so früher, als wir angefangen haben. Geld von Menschen entgegenzunehmen, die es haben, und an Menschen auszuleihen, die es realwirtschaftlich auch nutzen können. Das ist eigentlich die Grundfunktion einer Bank. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie viele Euros und Dollars und so weiter davon tatsächlich noch in der Realwirtschaft landen, Sie haben es ja gerade gesagt, also Sie können es ja sogar auch nachweisen, Sparkassen können es nachweisen, darüber sollten wir uns mal beschäftigen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo ich auch sagen würde, dann fordert auch keiner mehr 1,5, weil die können Sie realistisch gar nicht darstellen, ohne vernünftiges Risiko. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir große Schwierigkeiten hätten, unseren Kunden das zu erklären. Dafür, dass du bei der sichersten Bank bist, zahlen wir dir halt nur die Hälfte des Tagesgeldsatzes. Also so weit sind die Kunden auch noch nicht. Und ich sehe auch das ganze System der Einlagensicherung und so, wie es den Kunden vermittelt wird, als außerordentlich kritisch in einigen Bereichen an. Weil viele Kunden sind inzwischen an einem Punkt, wo sie sich eigentlich nur dafür interessieren, wie hoch ist die Einlagensicherung, welches Institut dahinter steht. Ist vielen eigentlich schon fast egal. Ich glaube, da gibt's auch noch eine Menge Aufklärung zu leisten, da gibt's auch eine Menge Zusammenhänge noch zu zeigen. Da gibt's auch auf der Politik noch einiges zu tun. Wir selber haben die Erfahrung gemacht, dass sowohl Politik als auch Aufsicht ein großes Problem damit haben, Transparenz zu schaffen, wie sicher verschiedene Institute sind. Wir wollten sehr proaktiv in diese Kommunikation einsteigen und jenseits der Einlagensicherung unseren Kunden erklären, wie sicher ist eigentlich unser Institut. Das gefiel der Bankenaufsicht gar nicht. Also das war keine gute Idee. Aber ich finde, da sieht man, dass man im Moment noch an einem Punkt ist, wo sich noch eine Menge bewegen wird und auch noch eine Menge bewegen muss, bis wir an einem Punkt sind, wo das tatsächlich dann auch zusammenkommt, wo Kunden wirklich verstehen, wenn ich irgendwo bei einem sicheren Institut sein möchte, dann muss ich damit auch mit einem gewissen Konditionsverzicht bezahlen. Kleine Zielgruppen oder Teile der Zielgruppen sind sicherlich schon soweit. Aber große Teile der Zielgruppen sicherlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch vermehrt Ihre Kundschaft.
Insofern ist das noch eine sehr, sehr spannende Entwicklung und ich glaube, ein klein wenig Aufklärungsarbeit können auch die Vergleichsportale an der Stelle noch leisten und da bestehen, glaube ich, noch ganz spannende Themen. Bleiben wir beim Kunden nochmal. Wir hatten gerade schon, ich glaube, Herr Kanacher war es zum Beispiel auch, Herr Häuser auch, Sie hatten davon gesprochen von Kunden, die eben trotz Online eben einfach auch ihre Meinung kundtun können und zwar eben auf verschiedenen Plattformen. Und dazu gehört zum Beispiel Banking-Check, dazu gehören verschiedene Blogs, dazu gehören aber auch ganz einfach andere Portale, wo man eben mal so seine Meinung äußert, wie man bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Services findet und was man sich so alternativ vorstellen könnte. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diese Bewertungen? Kritik, positiv oder negativer Art? Nehmen Sie die ernst? Wenn ja, wie gehen Sie auf sowas ein? Da muss man einfach sagen, wenn man das nicht ernst nimmt heutzutage, das wäre töricht und fahrlässig. Und ich meine, jeder weiß ja heutzutage, je nachdem, welche Aussage ich hier treffe und wer mir was Gutes oder Böses will, der stellt das gleich ein und sagt, ich habe den Kanacher gehört. Und wenn er dann noch in der Community irgendwie vertreten ist, dann verteilt sich das. Also früher hat man irgendwie gesagt, wenn der Kunde irgendwie ein positives Erlebnis hat, dann verteilt er das dreimal. Wenn er ein negatives Erlebnis hat, verteilt er das 30 Mal. Ich würde eher sagen, heute verteilt er das 3.000 oder 30.000 Mal, weil der geht irgendwo auf Facebook und postet das und dann ist es in der Welt. Ja, und man kriegt es nicht mehr aus der Welt, ja, sondern man fängt dann an, im Prinzip sich für das zu rechtfertigen, was dann irgendwo eingestellt ist. Und ich glaube, dass das schon eine riesen Herausforderung ist. Ich meine, da tragen Sie dazu bei, dass diese Transparenz einfach auch da ist, dass man diese Erfahrung auch sammeln kann. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, auch Fragestellungen des Kunden ernst zu nehmen. Man kann nicht immer alles richtig machen, aber man muss dem Kunden dann auch wirklich das gute Gefühl geben, dass wenn man mal was falsch gemacht hat, dass man sich dafür ordentlich entschuldigt und dass man dann auch sagt, okay, daraus lernen wir. Und das ist auch eine totale Erwartungshaltung der Kunden. Das ist auch so mein Gefühl. Ich sage mal, ich telefoniere ja häufig dann nur mit Kunden, wenn es wirklich richtig ernst wird und wenn dann die Beschwerden groß sind. Aber die signalisieren immer, ich fühle mich einfach gut, wenn es ernst genommen wird. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir unseren Kunden ernst nehmen und das wieder in den Vordergrund stellen und nicht irgendwie der fahrlässig mit umgehen. Wir müssen das ernst nehmen, weil es auch in der Aggregation der Einzelmeinungen, da gibt es noch ein paar Ausbrecher links und rechts, aber in der Aggregation ein extremst wertvolles Gut ist, um die eigenen Produkte und die Qualität, die Service, die Finanzdienstleistungsqualität, die wir bieten, zu verbessern. Und wer bin ich denn, dass ich mich darüber hinwegstellen kann, sagen, ich weiß alles besser als meine irgendwie Zehntausende von Kunden. Also das ist aber auch wichtig, den Kunden dann wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und sagen, auch du kleiner Kunde, der du vielleicht nur ein paar hundert Euro auf dem Guthaben bei mir hast, bist mir wichtig und wir nehmen dich auch ernst. Und ich habe auch letztes Jahr eine sehr lustige Diskussion mal geführt mit einer rheinischen Sparkasse mit dem Vorstand, die einen sehr prominenten Online-Journalisten, der auch sehr aktiv bei Twitter und in Blogs ist, haben und der bei uns im Monitoring immer gerne mal auftaucht, wenn er gerade sich mal über seine Stadtsparkasse negativ äußert. Und jetzt hat der Mensch 45.000 Follower auf Twitter. Davon sehr viele Alpha-Kommunikatoren. Also den Schneeballeffekt, den sie da haben können, wenn er was Schlechtes sagt und andere Leute retweeten ihn und verbreiten das weiter, das potenziert sich bald in die Hunderttausende. Wenn Sie da mal überlegen, ich habe dem Vorstand mal vorgerechnet, okay, wie viel Auflage hat die Rheinische Post? Ja, irgendwie ein paar Hunderttausend. So, der Chefredakteur der Rheinischen Post wird von einem PR-Menschen regelmäßig sicherlich irgendwie kontaktiert oder man trifft sich oder keine Ahnung, wie auch immer. Also das klassische Öffentlichkeitsarbeitsgeschäft. So, die Reichweite der Rheinischen Post ist aber, kann geringer sein als die Meinung dieses einzelnen Journalisten, der bei euch Kunde ist. Also warum, also ihr müsst vielleicht eure Kunden anders klassifizieren. Nicht nur an wie viel Geld schuldet er mir oder wie viel Geld hat man mir liegen, sondern welche Öffentlichkeitswirksamkeit kann er für mein Institut verursachen. Kann ja auch im positiven Sinne sein. Muss ja nicht immer negativ sein, aber dass man die Kunden dann eben anders wahrnimmt, auch ob ihrer Wirkung, die sie für mein Institut verbreiten können. Und das ist extrem schwierig, weil die Mechanismen, die dahinter stehen, für viele Leute noch unverständlich sind. Also für die ganzen Vorstände, die nicht mit diesem Thema Internet aufgewachsen sind, keine Digital Natives sind, sich mit etwas konfrontiert sehen, dass vielleicht ihre Kinder gerade noch bedienen können, aber dann hört es schon auf. Und das in die Köpfe reinzubringen, dass man das ernst nimmt und auch wirklich als einen wertvollen Feedback-Kanal sieht und nicht nur als Belästigung, die irgendjemand irgendwie da jetzt gerade schlechte Laune hat und verbreitet, dass das ein wertvolles Gut ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, da eine andere Wahrnehmung und Wertschätzung des Themas zu bekommen. Abgesehen davon, also das ist wirklich ein elementares Thema, dass man da dem Kunden zuhört, dass er sich aufgefangen fühlt, aufgehoben fühlt und sagt, hier bin ich zu Hause, hier nimmt man mich ernst. Und ich sagte von ganz am Anfang, der Begriff Hausbank, der muss, glaube ich, auch ganz neu definiert werden.
Das wäre, glaube ich, nochmal ein abendfüllendes Programm, allein darüber zu diskutieren, was ist demnächst eine Funktion einer Hausbank. Und wir Banken müssen, und da bin ich völlig bei dem Herrn Hauser, Vergleichsportale ist eine Sache, die wir unheimlich ernst nehmen müssen, wo man sich austauscht, Blogs, die Blogosphäre zu beobachten. Das macht, glaube ich, mittlerweile jedes unserer Institute, wo haben wir vor 3-4 Jahren noch gesagt, wir müssen das mal beobachten, bis wir dann irgendwie festgestellt haben, also ich habe einen Redakteur des Fokus, der in Russland sitzt, der macht mir regelmäßig Ärger. Das ist also schon ein heißes Thema und diese Multiplikatoren darf man nicht unterschätzen. Und die Reputation, die wir da haben, die ist ruckzuck versaut. Und wenn wir das nicht ernst nehmen und nicht zuhören und nicht darauf reagieren, und zwar mit Bedacht und Verstand und, das erwartet der Kunde auch, schnell. Ja, wenn wir früher Vorstandsbeschwerde, erstmal bis es beim Vorstandssekretariat war und darauf angekommen ist beim Vorstand, der dann auch nicht jeden Tag da ist, waren schon mal 2 Wochen vergangen, bis der eine Antwort hat, war ein Monat vergangen. Das macht man heute auch einmal. Dann ist man aber, dann wissen es aber Hunderttausende, dass man da langsam ist. Das geht gar nicht mehr. Also das ist wirklich ein Riesenwandel, der da stattfindet und eine große Aufgabe für uns. Und da gucke ich jetzt mal so zu Herrn Rüdiger. Und zwar gibt es ja dieses Postident-Verfahren, was eben ansonsten ja so für Kunden im Finanzbereich häufig eben als Kritikpunkt genannt wird. Und der neue Personalausweis schafft ja eigentlich eine neue Identifizierungsmöglichkeit, die eben vieles vereinfachen könnte. Und wenn man sich das so überlegt, wäre das eigentlich auch ein Prozess, der wunderbar auch eben im Finanzdienstleistungsbereich für Banken eingesetzt werden könnte. Ja, das sehe ich genauso. Aber wir haben ja eine Bank, die DKB hat den Personalausweis ja von Anfang an quasi mit unterstützt, nutzt den und glaube ich auch sehr erfolgreich. Also das ist, glaube ich, nach wie vor ein sehr hoch angesiedeltes Thema, was Sie zweifeln. Also das, was ich von dem bisherigen Projektleiter mal gehört habe, die Erwartungshaltung ist natürlich die Frage, wie schnell setzt sich der Ausweis durch, vielleicht um auch ein paar Zahlen liefern zu können. Wir haben, glaube ich, an die 24 Millionen Personalausweise schon draußen und auch die Nicht-Europäer in Deutschland, die haben den elektronischen Aufenthaltstitel, auch so eine Chipkarte, die kann auch dafür genutzt werden, um wirklich zu Hause, im Büro, wo auch immer, die Kunden zu identifizieren und zwar geldwäschegesetzkonform, ohne dass man nochmal Postident machen muss und wie bei der DKB, wenn man es entsprechend darstellt, auch ohne eine Unterschrift, die mit dem Personalausweis auch zu holen wäre, aber in dem Prozess der EID erstmal nicht enthalten ist. Also ich kann damit Prozesse anbieten und dann, insofern würde ich das Thema Datenschutz nochmal aufgreifen, weil das ist für uns als Bundessogerei natürlich immer ein Thema. Wir sichern Identitäten, wir sichern auch Maschinen und Prozesse ab und immer mit dem Thema Datenschutz. Und ganz oft hat man die Diskussion, der Datenschutz ist unheimlich schwierig und viele Auflagen und wir können unsere Services nicht so anbieten, wie wir das eigentlich haben wollten. Und ich glaube, man muss sich da vielleicht als Unternehmen mit einem Sitz in Deutschland eher genau andersrum positionieren und sagen, gerade mit Prism und den Glanzen, was wir jetzt haben, gerade weil wir in Deutschland sitzen und dem deutschen Datenschutz unterliegen, machen wir damit aktiv Werbung und sagen, hier bei uns ist dein Geld sicher, wir haben Prozesse, die nach deutschem Datenschutz zertifiziert sind und da kann der Ausweis durchaus eine große Rolle spielen und Kunde König eben auch sofort zu Hause von der Couch abholen und Kunde werden lassen. Das, was bei den Banken ja durchaus ein Thema ist, alle, die mit Postident, wir als Bundessogerei haben Trust Center, wir müssen auch identifizieren. Insofern sind auch wir leitgeprüft mit dem Thema Postident und kennen die Rücklaufquoten, die Fehler und im Bankenumfeld viele Kunden, die am Portal eigentlich schon Kunde sein könnten, wären kein Kunde, weil dieser Postident-Prozess mit irgendeiner langen Schlange zu Öffnungszeiten, die keiner richtig bedienen kann, wenn er im Arbeitsleben steht, die wären dann die Kunde, weil die Identifizierung nicht stattfindet. Und das ist ein Thema, was heute mit dem Ausweis, mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen wirklich schnell und einfach umzusetzen ist und wo ich Sie alle gerne ermuntere, das Thema auch aufzugreifen, weil inzwischen die Basis, glaube ich, durchaus da ist, dass man sagt, wo habe ich einen Token, wo habe ich eine Möglichkeit, auf 24 Millionen potenzielle Kunden zugreifen zu können. Ja, in den ersten 2 Jahren gebe ich Ihnen recht zu sagen, naja, wie viele Kunden haben denn den Ausweis und lohnt es bei mir, die Prozesse zu integrieren? Aber mit all dem, was wir hier gerade auch diskutieren, glaube ich persönlich, meine persönliche Meinung, in ein paar Jahren wird keiner mehr darüber diskutieren, ob er den Ausweis anwendet, sondern das wird einfach ein gelebtes Token sein. Und als Bank setzen Sie auf ein hochsicheres Medium, was Sie selber gar nicht bezahlen müssen. Das bringt der Kunde Ihnen noch mit. Das ist vielleicht auch eine Motivation nochmal, wenn es darum geht, wie kann ich meine Kostenstruktur etwas günstiger darstellen. Das Produkt ist theoretisch ein sehr gutes. Wir wenden es seit November, glaube ich, 2011 an. Sehr euphorisch auch gewesen, weil wir auch nach wie vor auch daran glauben, dass sich dieser Ausweis, der ist ja jetzt, ob der sich durchsetzt oder nicht, darüber muss man ja nicht diskutieren. Den wird irgendwann jeder in der Tasche haben. Nur der Weg
zur Kontoeröffnung ist leider nicht so einfach geworden, wie wir uns das erhofft hätten. Da können Sie jetzt weniger für, da können wir Banken auch nichts für. Wir machen weiter in dem Projekt. Sie wissen, Anne Reibold ist da sehr aktiv und wir hoffen auch irgendwann, das Online-Banking ohne PIN und TAN abwickeln zu können, das alles mit dem Ausweis zu machen, um auch Akzeptanz in den Ausweis hineinzubringen. Das ist, glaube ich, das große Problem bei dem Teil. Die Akzeptanz, der Mehrwert ist dem Kunden noch nicht klar. Und da fängt auch eigentlich schon das große Thema an. Also wir sind unter Vertrieb, ich bin Vertriebler, Entschuldigung, aber unter vertriebstechnischer Sicht absolut unzufrieden. Das wird sich vielleicht, und das hoffen wir auch, irgendwann ändern. Das Problem ist, liegt bei den Bürgerämtern, geht es los, dass der Kunde falsch beraten wird. Wir haben von Kunden gehört, dass gesagt worden ist, das Ding ist nicht sicher. Lass das mal bleiben mit dem NFC-Chip da drin und so, das kannst du mal abbestellen, mach das nicht. Das kannst du dann später immer noch mal dazu wählen. Das sind, glaube ich, nur 20%, berichtigen Sie mich? Oder 25%? Also es gibt keine verbindlichen Zahlen, weil die, Sie meinen, wie viel ja, genau. Bürger dann diese Funktion nutzen. Das ja. ist in etwa ein Drittel, in der Größenordnung sagt man. Genau, aber es gibt keine Datenbank, in der alle Kunden aufgelistet sind oder alle Bürger aufgelistet sind. Deswegen kann man nur mit Meldeämtern, mit Bürgerämtern sprechen und da sind so in etwa ein Drittel. Also zwei Drittel haben erstmal schon mal zwar den neuen Ausweis, aber können die Funktion nicht nutzen. Wurden quasi falsch beraten, wenn Sie richtig, so wollen. Genau. Da fängt es an und ich gucke in meinen Vertriebstrichtern und Vertriebskanälen. Also da habe ich schon mal ein erstes Bottleneck. Das zweite Bottleneck ist halt das Thema, ich brauche einen Kartenleser, der kostet Geld, 30 oder 20 Euro geht es los, bis ich glaube 150 Euro in der Spitze. Gibt es unterschiedliche Sicherheitsstufen. Sehr schwierig, dem Kunden zu erklären, wo er das braucht, wie er das braucht. Das nächste Thema ist, dieser Kartenleser muss an einem Rechner angeschlossen werden. Wir haben gerade von Zahlen gesprochen. Wie viele Leute nutzen Tablets und Smartphones, da kann ich es nicht anschließen, da geht es schon mal los mit den Devices, bin ich raus. Und dann gibt es das Dritte, es gibt eine Software, da können Sie dann schon ein bisschen was für. Das ist nein, da können wir nichts dafür, da gehe ich gern drauf ein, aber okay. Ich lasse sie erstmal ausführen. Die geht nun mal nicht auf den neuesten Variationen der Internet Explorer, ich glaube Firefox ist auch seit kurzem erst drauf, ging vorher gar nicht, auch der wird ein großer Teil der Kunden ausgeschlossen, leider. So dass am Ende von den 24 Millionen halt nur echt eine kleine Anzahl von Kunden übrig bleibt. Das ist auch dann unsere Aufgabe als Banken, nicht nur Banken, Versicherungen, Einwohnermeldeämter, Kfz-Zulassungsstellen, was es alles gibt, wirklich da auch für einen Markt zu sorgen, dass der Kunde einen echten Mehrwert darin sieht und dann von sich aus diese Funktion, die EID-Funktion freischalten lässt auf diesem Ausweis. Aus der Praxis gesagt, ich habe mich heute noch mit meinen Kollegen aus dem Vertrieb nochmal kurz geschlossen, aber wie sind denn eigentlich die Zahlen da? Da war ich ein bisschen erstaunt und auch ernüchternd, weil wir hatten am Anfang mehr Leute, und da gab es nur noch halb so viele Leute, die diesen Ausweis haben oder nur ein Drittel, die letztendlich den Kredit oder das Konto, bei uns ist es immer ein Girokonto, das Konto eröffnet haben mittels des neuen Personalausweises. Das sind heute deutlich weniger, ein Drittel weniger, als es noch vor einem Jahr war. Und heute gibt es mehr als doppelt so viele Leute, wie damals, die das haben. Also die Nerds, sage ich mal, die haben es ausprobiert. Die Konkurrenz hat es vielleicht auch ausprobiert. Die sind durch. Und jetzt sind es weniger Leute, als es vor einem Jahr war, obwohl doppelt so viele Ausweise im Umlauf sind. Das ist schon aus Vertriebsgesichtspunkten ein bisschen ernüchternd. Aber ich bin völlig bei Ihnen, das ist auch richtig. Und man muss daran festhalten und auch weitermachen. Weil wenn wir von vornherein sagen, das taugt alles nichts, dann wird es auch nie was. Self-fulfilling Prophecy. Die Funktion ist gut, aber Commodity ist was anderes. Also aus Kundensicht gesehen ist das unkomfortabel. Dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Also ich fand das eben sehr spannend, hier mit den Experten in der Runde einmal zum Thema Innovation zu diskutieren. Und ich denke, es ist jedem klar geworden, es warten ganz viele Innovationen in den nächsten Jahren. Es wird sich ganz viel tun im Bankenbereich, allein schon durch die Technologien, durch die Entwicklung der Digitalisierung, aber natürlich auch durch das, was jetzt so in den letzten Jahren passiert ist, sei es Finanzkrise, Vertrauenskrise, Aufbau des Vertrauens, Neuaufbau des Vertrauens und dann auch der Wunsch und das Bedürfnis des Kunden nach Individualisierung, nach Lösungen, die transparent sind. Vertrauen stand immer wieder hier im Mittelpunkt an der Gespräche und da sind natürlich viele aufgerufen, hier Lösungen zu bieten, Wege zu bereiten und natürlich auch zusammenzuarbeiten. Und dazu freue ich mich, dass wir hier so verbindende Elemente auch sitzen hatten und auch mit dabei hatten, also wie eben einmal jetzt Banking Check, ne, als ein großes verbindendes Element oder die Bundesdruckerei, die eben Devices liefern kann, die eben das Ganze beschleunigen oder erleichtern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Panelisten hier für die spannenden Beiträge hierzu und würde das Publikum auch bitten, das nochmal hier mit kräftigem Applaus zu bekräftigen. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014.